Wir machen Arée mit einer herbstlichen Kürbisgemüse. Und das ist richtig schön. Dazu nehmen wir einen Hokkaido-Kürbis. Hokkaido ist für mich der Kürbis schlechthin, weil man nicht schälen muss. Das ist das Wichtigste. Darum nehme ich auch im Sommer immer grüner Spargel und nicht weißer, weil man den grünen nicht schälen muss. Okay. Das ist wieder. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir schon den ganzen Nachmittag, die ganze Zeit reden. Es ist 80% Vorbereitung, 20% Zubereitung. Ich bin ein Freund von kleinen Würfeln. Das kommt jetzt auch wieder durch. So, jetzt wollen wir da was. Einfach so, je kleiner der Würfel, umso schneller ist der Kürbis durchgegangen. Warum muss man den Hokkaido-Kürbis eigentlich nicht schälen? Weil er ganz eine weiche Schale hat im Prinzip. Und zum anderen, wenn man, du siehst es erst, wenn du Kürbissuppe machst, der Hokkaido, der einzige Kürbissuppe, der richtige tieforange Farbe hat, ist die mit dem Hokkaido-Kürbis. Weil einfach der wahnsinnig viel Farbstoffe hat und wahnsinnig tolle Farbe reingibt, das Essen. Ausgezogen und habe gemerkt, ich kann gerne kochen. Meine Mutter war sehr gute Köchin. Die hat eine ganz einfache Küche gemacht. Das hat mich auch immer geprägt. Die war sehr, sehr einfach. Wirklich mit einfachsten Mitteln, aber immer auf den Punkt. Zwar haben wir, klar, hat sie noch danach gesagt, sie soll nicht mehr kochen, weil ich koche hier immer um die Ohren. Aber die hat mich gelehrt, dass man mit einfachen, guten Lebensmitteln ein tolles Gericht macht. Das hat sie mir mitgegeben auf dem Weg, wo ich das Leben eigentlich mitgegeben. Und dann hat mir das irgendwie so angefixt, dass ich so richtig und gut, also ich kann relativ gut kochen, sage ich mal. Ich behaupte mir, dass ich gut grillen kann, aber ich kann auch sehr passabel gut kochen. Ich habe dann auch diverse Weiterbildungen gemacht, was Kochen angeht. Ich habe gelernt, wie man Schokolade Desserts macht. Ich habe Kurse besucht, wie man Soßen ansetzt. Ich habe gelernt, wie man Schwein zerlegt. Ich habe gelernt, wie man Wild zerlegt. Ich habe was alles gemacht. Ich habe auch dann stellenweise die Gastronomie in den Ferien gearbeitet und habe einfach eine Speise übernommen. Und dann habe ich mal irgendwann einen Grillkurs besucht, wo mir die Augen geöffnet hat, was man eigentlich auf dem Grill alles machen kann. Und das ist mittlerweile schon fast 20 Jahre her. Da war ich bei einem, mit dem habe ich jetzt noch immer Kontakt, das ist ein ehemaliger Sternekoch und einer der ersten Grill-Weltmeister. Und der hat so eine tolle Kombination gehabt aus Smoken, aus Küche. Der hat das richtig verstanden, die Küche mit dem Grill zu verbinden. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, die Art, wie er gegrillt hat. Wie heißt der? Der heißt Martin Real und kommt aus der Schweiz. Den treffe ich auch hin und wieder. Vorletztes Jahr sind wir nebeneinander gestanden bei einem Food Festival und haben uns köstlich amüsiert. Dann hat er alle Bücher von mir gekauft und ich musste in jedes Buch reinschreiben, von Lehrling zum Meister. Und so bin ich dann. Und jetzt hat mir der dann eine Weiterbildung empfohlen im Bereich Grillen, wo man es in Österreich machen konnte. Und habe dort gemerkt, bei dieser Weiterbildung, das war der arme Grilltrainer, dass sie allen, die dort waren, allen Hobbygriller, geschmacklich komplett überlegen war, auf dem Anrichter vor allem. Und dann hat mich dort und sie mich eingeladen, das österreichische Nationalteam, und auch das gibt es im Grillen. Bin mit denen zur Barbecue-WM gefahren, nach Gronau, nach Deutschland. Und habe den Gang Hühnchen übernommen. Und habe mit meinem allerersten Wettkampf, den ich überhaupt gemacht habe, sofort den zweiten Platz gemacht von 80 Teams. Und dann war mir klar, dass ich das irgendwann als Beruf machen will. Und so habe ich dann meinen Hauptberuf reduziert, habe ein paar Bücher geschrieben. Ein paar waren sehr erfolgreich, ein paar waren mittelmäßig. Ich habe es geschafft, zum zweimal den Titel zu ergattern: Best Barbecue Book in the World. Einmal 2014 für mein Wildbuch und fürs Nachfolgebuch 2023 habe ich wieder die Auszeichnung gewonnen: Best Barbecue Book in the World. Und das hat mir natürlich Auftrieb gegeben, speziell am Wild und so. Ja, und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich meinen Hauptberuf reduzieren konnte. Und irgendwann habe ich mich entschieden, nur noch zu grillen und zu kochen, weil wahnsinnig viele Anfragen da waren. Ich hatte zu wenig Zeit. Und ja, dann bin ich so reingerutscht. Und vor jetzt knapp 9 Jahren haben wir selbstständig gemacht.
Und seitdem mache ich nichts anderes wie das, was ich jetzt gerade mache. Ich schnipsle, grille und quatsche. Arbeite für das eine oder andere Magazin, mache Rezeptentwicklungen für Firmen, arbeite fürs Fernsehen etwas, mische Gewürze für einen Gewürzhersteller in Salzburg, das Stay Spiced, oder entwickle dort Gewürze mit ihnen und für sie. Oh, und so ist mein Tag eigentlich ziemlich gut ausgefüllt oder meine Woche. Und nebenher, meine Hauptaufgabe ist, ich gebe Seminare im ganzen deutschsprachigen Raum. Deutschland, Österreich, Schweiz. Zum Thema Grillen, vor allem bin sehr oft auch als Gastkoch irgendwo geladen. Auch in der gehobenen Gastronomie gerne. Weil mein Ruf über mein Geschmackssinn und meine Kreativität natürlich die Runde gemacht hat überall in diesen Szenen. Und ich finde das wahnsinnig eine tolle Wertschätzung, dass einer, was autodidaktisch wie ich, wo das nicht gelernt hat, die Anerkennung kriegt, dass er in ein Haus eingeladen wird, wo ein guten Lohnstern hat, das Gastkoch. Das finde ich eine wahnsinnige Wertschätzung. Und die Leute waren immer zufrieden. Und das ist wichtig. Die Leute müssen glücklich sein, wenn sie mein Essen essen, sonst bin ich nicht zufrieden. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn der Leute das Essen nicht schmeckt. Nicht Kritik treibt mich an, zum Besser zu werden. Aber wenn ich wirklich einmal spüre, dass ich den Geschmack überhaupt nicht drauf habe für die Leute, das bereitet mir schlaflose Nächte. Alles perfekt. Das ist echt. Das passt doch. Und vor allem der Deckel dazu. So. Ich habe jetzt hier die Schale, hier habe ich die Schalenrolle, die kann ich auslösen, die schaut aus wie ein kleines Filet. Auch hier ist sie überhaupt weg und das wird auch zart wie ein Filet, diese Schalenrolle. Da haben wir die Sachen da alle weg oder so das Schluck. Die Rehkeule zerlegt immer, der klassische Viererschnitt, oder eine Unterschale geteilt die aus. Und so habe ich wirklich vier wunderbar schöne Kurzbraten. Nicht in einer Hetzjagd, sondern in einer Aufsitzjagd geschossen, stirbt ein entspannter Tod, wenn man es berufene Jäger heutzutage so richtig trifft. Und dann haben wir ein wahnsinnig wertvolles Stück Fleisch. Wahnsinnig wertvoll. Und hier haben wir jetzt noch die Nuss, da scheitern die meisten dran. Die Nuss wird auch sehr, sehr gerne als Schmorstück gemacht. Die kann man natürlich auch teilen. Wenn ich hier mich an deiner Silberhäuten entlang arbeite, kann ich das Messer nehmen. Ihr seht, das muss weg hier. Das ist so Saumfleisch. Das muss weg. Da machen wir Burger oder das kriegt der Jagdhund. Ich mache es dann auch oft Burger aus deiner Sache, Wildburger oder halt ein Ragout. Und dann suchen wir da den Übergang, wo die Nuss über diese Silberhaut zusammenhängt. So, die habe ich jetzt genau gefunden, da ist die Silberhaut, da runter geht sie. Seht ihr das? Und jetzt teile ich diese Nuss in die flache Nuss, sagt man, und in die kleine Nuss. Und so mache ich wieder aus einer Schmorstück zwei Kurzbratstücke. Da muss die Silberhaut peinlich genau weg. Hier. Und hier. So, mit hier. Und jetzt haben wir schon wieder ein Kurzbratstück. Da kommt eine Silberhaut weg. Und da auch. Und da haben wir zwei Kurzbratstücke mehr. Die geteilt die Nuss. Ja. Und das Wein dazu. Ich glaube, das muss man abschmecken. Ist fertig. Und dann haben wir jetzt einfach auf beiden Seiten ein schönes Brennen. Dann richten uns gleich das Smoker ran, dann werden die Gäste eingeladen. Das können wir noch gleich ins Indirekte ziehen, dann zählt es so ein Kerntemperaturmesser und
sucht er da auch. Ich muss gleich schauen, was vorne guckt. Das ist ein Räuchergerät. Das ist winterleicht räuchern kann. Hey. Ja. Kein Fleischräucher. Lauri, schau jetzt mal. Braunkürbis, das ist ja auch. Genauso wollte man es. Schaut doch mal den da gerade an, ist das nicht herrlich? In meinem fiktiven Restaurant, das ich gern hätte, aber irgendwie doch nicht, wird das bei mir heißen Wald und Weide. Wild aus dem Wald, Kürbis von der Weide. Und wie ist es? Sehr gut. Sehr lecker.